FFN. Was für eine Woche. Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel. Noch ohne Carmen, dafür mit Julia. Hallo. Und meine Damen und Herren, es ist vielleicht das schönste Comeback des Jahrzehnts. Oder es ist eigentlich eine neue Persönlichkeit bei uns im Podcast. Denn wir haben Sexy Werner mit dabei. Cedric ist da. Hallo Cedric. Hallo. Hallo Cedric. Schönen guten Tag. Was ist mit deiner Stimme los? Vielleicht ist sie ein wenig angeschlagen. Okay, also, man könnte meinen, du machst das extra, aber nein, du klingst wirklich schon den ganzen Tag so, also die ganze Woche. Nee, ich habe mir die nicht extra hier für einen Podcast zugelegt, aber es könnte so bleiben. Ich habe gerade schon gesagt, du bist kurz davor, in einer Tonlage zu sprechen, die nur Hunde hören können. Aber warte mal, hören Hunde nicht so mega hoch? Achso, ja. Ist das nicht, welche Tiere sind das denn? Direkt kaum bist du zurück, schon wieder am Flugscheiß. Du hast mich vermisst, ne? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. So, Cedric hat Geburtstag. Ihr könnt gerne gratulieren an c.werner@ffn.de. Dankeschön. Aber first things first. Herzlich willkommen zum Traditionspodcast Wafü, der älteste Morningshow-Podcast der Welt. Heute ist der 24.05. Ihr hört Folge 68, Erdbeeren und Bengalos. Den Titel haben wir schon festgelegt, weil das gerade irgendwie in der Diskussion fiel. Hat nichts mit der Folge zu tun, fanden wir aber, klingt einfach gut. So ist das. Super. So, normalerweise haben wir eine Radiosendung, Guten Morgen Niedersachsen heißt die, und jeden Freitag nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit, dreiviertel Stunde Zeit, um auf die Woche zurückzublicken. Fast jeden Freitag. Richtig, fast jeden Freitag. Und da sind wir beim Thema. Wir möchten nämlich, weil wir sind jetzt ja inzwischen eine Community, wir möchten mit euch einen kleinen Insider aufmachen. Und zwar werdet ihr merken, dass ihr euch gerade gedacht habt, Moment, Folge 68, wo ist denn Folge 67? Also wir haben letzte Woche nichts aufgenommen, weil Cedric im Urlaub war und Carmen nicht im Urlaub war. Und da haben wir uns über Ja, genau, und Carmen im Urlaub war, sorry. Und da haben wir uns überlegt, okay, wir überlegen uns halt einfach eine Folge, die es nie gab, aber die so ominös halt immer wieder durch diesen Podcast wabert. Wir werden auch nur an dieser Stelle erzählen, dass es halt Folge 67 gar nicht gibt. Nie gegeben hat. Nie gegeben hat. Es gibt Folge 67 nicht. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr überall hinschreibt, wo man Podcasts bewerten kann, dass ihr schreibt, Mensch, Folge 67, die war echt super. Leider musstet ihr die ja löschen. Auch wir werden in den nächsten Folgen und in den nächsten Jahren immer wieder behaupten, dass wir Folge 67 löschen mussten. Die war krass. So, und nur ihr, die ihr jetzt diese Folge hört, habt dieses Insiderwissen. Das ist voll cool, wenn man so ein Geheimnis zusammen hat. Ja, total. Mhm. Und deswegen, also wir freuen uns ja sowieso über Bewertungen. Lustigerweise haben wir in der Woche, wo wir keine Folge geliefert haben, so viel Bewertungen bekommen wie sonst nie. Ja, fragt euch mal warum. Julia, hey. Ich weiß, das ist irgendwie vielleicht der letzte Tag vom Urlaub und du bist ganz schön auf Krawall gebürstet, aber so nicht. Sowieso. Aber, ja. Trotzdem vielen, vielen Dank. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Mails und alles auch bekommen. Ja. Ganz viele von euch gefragt haben, wo ist die verdammte Folge? Ja, und Jens hat nicht nur gefragt, wo ist die verdammte Folge, sondern er hat auch gefragt, wo ist das verdammte Kalscher Candela-T-Shirt, das du meiner Tochter verschwunden hast. Lieber Jens, es tut mir leid, wir warten jetzt noch, bis Carmen da ist, dass wir Cedric, Carmen und ich dann etwas Schönes zusammen machen können. Und dann verspreche ich dir und deiner Tochter wirklich hoch und heilig, dass nächste Woche das T-Shirt rausgeht. Und wir haben auch eine, die wahrscheinlich schönste Beschwerdemail aller Zeiten bekommen. Ich musste so lachen. Carina hat uns geschrieben. Carina ist die erste Fremdverabschiedung übernommen hat aus Norwegen. Auch da habe ich ja versprochen, ein Paket hinzuschicken. Auch da, ich hatte viel um die Ohren. Was soll ich denn sagen? Und Carina fragt nochmal nach. Ich erkenne ein Muster. Fragt nochmal nach, wo das denn ist. Sie schreibt, direkt nach der schriftlichen Zusage der Autogramme habe ich angefangen, einen FFN-Schrein zu zimmern, habe ein Opferlamm gekauft und mich seelisch auf die festliche Zeremonie vorbereitet, die durchgeführt wird, wenn die Autogramme ankommen. Aber leider kam bis jetzt noch nichts an und das Opferlamm wird mir bald zu fett. Und es ging dann noch ein bisschen weiter und dann schreibt sie, viele liebe Grüße aus dem hohen Norden, PS, das mit dem Opferlamm war natürlich ein Scherz. Es sind drei Opferlämmer. Carina, sehr gut. Großartig. Carina, weißt du, was du dir jetzt eingebrockt hast? Wir werden dir halt einfach so lange nicht schicken, weil wir uns so über deine Beschwerdemails freuen und gucken, erst wenn du uns nicht verschreibst, bekommst du was. Oh. Das ist auch gemein, ne? Ja. Mach das mal jetzt. Jetzt willst du deinen Fehler wieder in irgendwas anderes ummünzen. Ja. Ey, du bist so ein schlechter Mensch schon wieder. Da sind wir schon bei einem Thema, bevor wir überhaupt in der Rubrik sind. Denn ich habe auch schon wieder die Schuld bekommen, dass die Waschmaschine mir sagt, in der letzten Minute, das dauert nur eine Minute und ich habe den Fehler gemacht, wenn ich trotzdem 10 Minuten davor sitze. Ja, weil du die Waschmaschine nämlich dann falsch beladen hast. Weil diese Anzeige, wir haben drüber gesprochen, wenn da steht noch eine Minute, das kennen wir irgendwie alle, ne? Dann ist das oftmals nicht eine Minute. Ja. Aber es liegt eben daran, dass wir
dann vielleicht entweder zu viel Wäsche in die Trommel gepackt haben, zu viel oder zu wenig Waschmittel oder uns da halt eben nicht richtig um die ganze Technik gekümmert haben. Ja, aber da muss man auch mal sagen, was ist denn das für eine Erfindung? Also ich meine, wir schicken irgendwelche Raketen zum Mond oder sonst wohin ja. und dann kann die Waschmaschine nicht mal sagen, weil sie zu Ende ist. Wirklich? Das ist ja auch absoluter Bums. Ja, aber das ändert sich ja, ich ändere ja nicht aus einer Sektlaune heraus, eine Minute vorher noch das Gewicht meiner Wäsche, sondern es ist die ganze ist, Zeit ja. schon. Julia. Das ist dann die Bestrafung aber einfach dafür. Aber ja. dass du das nicht ordentlich gemacht hast. Und vielleicht ist der Wasserdruck nicht richtig oder so. Muss man immer alles überprüfen. Aber warum muss ich mich dann um die Waschmaschine kümmern? Sei froh, dass die dir sagt, es ist noch eine Minute. Wenn da gar nicht stehen würde, findest du auch doof. Bei mir steht gar nichts. Also ich habe noch so ein altes Gerät, das da gar nicht steht. So, gar da nicht? Kommt wie machst du die denn? Also hä? Ja, wenn die aus ist, dann macht es klonk. Die machen noch nicht mal Beep, heutzutage piepen ja alle Haushaltsgeräte. Da wirst du ja wahnsinnig. Ich habe eine Spülmaschine und eine Waschmaschine, die nicht piepen, weil die so alt sind. Ich glaube, da gab es noch gar keine Geräusche, als sie gebaut worden sind. Ja. Die haben sich dem Besitzer angepasst. Hey, Freundchen. Ich habe noch eine Sache, die ich kurz loswerden muss. Ich bin dazu nicht gezwungen worden von niemandem, natürlich auch nicht von meiner Frau. Herzlichen Glückwunsch an die Aufstiegsmannschaft von Preußen Münster. Das war ein Highlight der Woche zum Teil. Es tut mir leid. Dann wechseln wir mal kurz. Achtung, wir gehen mal rüber in den Highlight-Bereich. Highlights der Woche. Ja, deine Frau ist großer Preußen-Münster-Fan. Und die haben wirklich unfassbarerweise den Aufstieg geschafft in die zweite Bundesliga. Ja, genau. Wahnsinn. Dann habe ich das jetzt hier im Podcast untergebracht. Ist das auch ein bisschen auch dein Highlight? Es war schon sehr schön zu sehen, wie sehr sich meine Frau darüber gefreut hat. Ihr wart im Urlaub und habt es da irgendwie verfolgt, ne? Ja, sie hatte sogar ihr Preußen-Münster-Trikot dabei. Fantastisch. Also. Cool. Gut. Ja, es ist viel im sportlichen Bereich passiert, ne? Also auch irgendwie Aufstiege, Abstiege, Plattstürme. Das nervt mich so ein bisschen, dass Plattstürme jetzt da einfach dazugehören. Dass man das nicht mehr machen muss. Also wenn es keinen Plattsturm gab nach einem Aufstieg oder Abstieg, dann ist es kein richtiger Auf- oder Abstieg. Ich finde das auch total scheiße, weil überleg mal, du schaffst das da, bist so mega erfolgreich, hey, jetzt ich steig auf oder was auch immer, ich werde Meister und sowas. Und dann hängt dir erstmal irgendwie so ein oberkörperfreier, schwitzender Fan da irgendwie an dir rum und kannst gar nicht mal mit irgendwie den Leuten, mit denen du das Ganze erreicht hast, irgendwie feiern. So. Also ist ja cool, dass man sich freut, aber Habt ihr sowas schon mal mitgemacht? Leider noch nicht. Ich war der Oberkörperfrei. Ja, ich wollte. vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen nicht gönnisch. dass ich den anders gönne. Aber das ist inzwischen, deswegen mag ich ja Karneval auch nicht so. Ich mag ja nicht, wenn man auf Zwang so gute Laune haben muss oder irgendwas auf Zwang machen muss, wonach es einfach gar keinem steht. Okay, Plattsturm natürlich, die Emotionen sind halt da, aber trotzdem, inzwischen muss man das machen. Inzwischen ist es so. Das ist ja wahrscheinlich aber auch was man dann vom Fernseher nicht so gut nachvollziehen kann, wie wenn man in dem Moment in der Situation ist, ne? Ja, frag mal Malte, als er aus der Brücke aufgestiegen ist, was da los war im Stadion. Ja. Gibt's das beim Handball nicht? Bei eurer zweiten von Vater Jan Peine? Nee, ich glaube nicht. Also weiß ich nicht. Lass mich mal überraschen, ne? Ja, achso, ja. Kommt ja vielleicht noch. Ja, gut. Vielleicht ein Highlight der Woche, wo man keine zwei Meinungen zu braucht. Ja, warte, da möchte ich nämlich die Überleitung nutzen, die du gerade gemacht hast mit oberkörperfrei und schwitzen. Wir haben Freibad-Pommes probiert. Ey, ich wollte die Überleitung auch gerade machen. Wirklich? Ja. Stark. Okay, und ist auch mein Highlight. Pass auf, dann. Ja, das cool. Sind wir uns alle einig. Guck mal, ich hatte ein 1,5er-Abi. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte es wirklich sagen. Jetzt nicht wie in der Schule, die dann sagen, ich wollte das gleiche sagen wie der davor. Okay, dann spulen wir nochmal zurück. Also dann darf Cedric, oder? Weil er hat es erst gesagt. Ich spule noch. So. Jetzt. Ja, eine Sache, wo man keine zwei Meinungen zu hat, das sind Freibad-Pommes. Und wir haben die ausprobiert, weil es jetzt Freibad-Pommes für zu Hause gibt. Aber jetzt hast du ja gar nicht die Überleitung mit dem nackten Oberkörper und Schwitzen gemacht. Sonst vor? Ja, ich spule nochmal zurück. Und wo wir gerade beim Thema Oberkörper frei und Schwitzen sind, wir haben die Freibad-Pommes probiert, die es jetzt im Supermarkt eures Vertrauens gibt. Wir werden keine Marken nennen, weil liebe Pommeshersteller und liebe Supermärkte, ihr wollt ja keine Werbung schalten hier im Podcast. Es wird auch werbefrei, glaube ich. Also würden wir Werbung machen, wenn wir ein Angebot bekommen? Für viel Geld würde ich ja alles machen. Vor allen Dingen mit der Stimme kannst du wirklich Geld verlangen, so langsam. es gibt jetzt sogenannte, also sie nennen sich selber Freibad-Pommes, gibt es jetzt im Tiefkühler für zu Hause und wir haben sie morgens mutig ausprobiert während der Show. Ja, erstmal haben wir sie ganz normal ausprobiert, also wir haben die aufgebacken und probiert. Und es war ganz okay. Ja. Ne? Sie waren besser, als ich erwartet habe. Das muss man schon mal sagen. Ja. Und dann vielleicht habt ihr ja für das passende Freibad-Feeling gesorgt. Das war schön. Ist es ja. Ja.
Das war richtig schön. Also, wir hatten Badeklamotten halt mit dabei. Und haben uns überlegt, okay, was macht es denn aus? Wir hatten Sonnencreme mit dabei, Julia hat ihre Decke hier ausgelegt im Studio, ich meine, mein Handtuch daneben. Das war richtig schön gemütlich. Und dann, man es muss hat ja so sehr nach Sonnencreme gerochen im Studio, das war krass. Liebt ihr auch den Geruch von Sonnencreme? Den Geruch finde ich okay, aber eigentlich finde also Sonnencreme, ich mag das halt eigentlich gar nicht gerne, weil du dann halt immer so klebrig und ja, die aber Hände den Geruch, danach es geht und so. Um den Geruch. Ja, aber das trübt das halt ein bisschen bei mir. Ja, ich bin eher beim Benzin. Was? Oh, Benzin ist auch schön. Benzin ist gut. Ja. Ja. Ja, genau, dann haben wir uns mit Sonnencreme eingerieben und was ja beim Freibad auch dazu kommt, ist, dass man ein bisschen aus der Puste ist. Deswegen sind wir hier dreimal um unsere sogenannte Galerie, also wir haben hier oben so einen Rundkurs durch den Sender gelaufen und haben uns dann mit einer Sprühflasche nass geschwitzt. Das Allerbeste daran ist ja, wir haben da natürlich für Insta auch ein kleines Video für gemacht. Mhm. Sowas, was man auf diesem Insta-Video, schaut euch das unbedingt mal an, ja, aber nicht sieht, dass beim Laufen einfach Axels Badehose. Ja. Du hast dazu nur gesagt, das ist der italienische Schnitt. Aber auf jeden Fall, Axels Badehose ist mit jedem Schritt, den er gemacht hat, immer weiter nach unten gerutscht und irgendwann war wirklich so, ey, ganz ehrlich, so absoluter Halbmond, Vollmond. Also, das war wirklich, ja, wirklich, da sind die Bäckchen hier durch die Gegend gerannt. Ja. Es gab ja auch ein bisschen Publikum, so waren ja auch ein paar Kollegen da, die das dann schon beobachtet haben. Ja, das war halt einfach ein ganz normaler Morgen hier im Sender. Das ist halt ja, komplett absurd. Das ist aber das war schon sexy. Das hatte auch dann noch mit der Taucherbrille und der Badekappe und so. Mensch und Mensch. Ja, das war dann auch ganz lustig, weil Evita, die das Video fertig gemacht hat, unsere geschätzte Kollegin, die zeigt es uns dann und ich meinte halt so, könntest du das vielleicht rausnehmen, weil das ist doch ein sehr viel Hintern, die man da sieht von mir. Aber das ist halt wirklich italienischer Verschnitt, das muss ich einmal kurz sagen. Ich war im Urlaub in Italien und ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht der organisierteste Typ bin und ich hatte beim Badeurlaub in Italien meine Badehose vergessen und bin halt rein in den erstbesten Laden und das war halt einfach so eine italienische, etwas zu kurze, geschnittene Badehose für halt italienische Gigolos, wo ich als norddeutscher 40-Jähriger halt einfach jetzt also nicht mehr den Körper dazu habe, das perfekt auszufüllen. Aber du hast den Hintern. Das muss man dir lassen. Ich habe gemerkt, so ich bin eigentlich so ab Gürtel abwärts bin ich sehr zufrieden mit meinem Körper. Gürtel oberwärts habe ich die Videos gesehen und habe gedacht so ach so ein bisschen wieder runter zum Urlaub. Aber ich habe auch gedacht so nee, wir sagen immer jeder Körper ist schön und dann kann ich nicht irgendwie sagen hier ich möchte nicht zeigen. Deswegen volle Power außer die Ritze. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir die Pommes ja dann probiert, ein bisschen nass geschwitzt und mit Sonnencreme. Ja. Und mit also, hochgezogener Hose. Richtig. Yeah. Und also waren dann doch erstaunt, was das ausmacht. Also ist ja viel Kopfsache offensichtlich, aber es hat anders geschmeckt. Ja, aber vielleicht haben wir uns auch reingedacht. Also vielleicht war das auch so ein Showgedanke, habe ich dann. Also ich hab sie mir jetzt nochmal für zu Hause gekauft. Ich werde nochmal in den Nachtest gehen. Okay. In die, wie heißt es, Kontrollgruppe. mal gucken, was meine Freundin dazu sagt. Und dann werde ich mal gucken, wie das ohne Show-Scheinwerferlicht dann einfach ist. Wolltest du noch was sagen dazu jetzt gerade? Sonst habe ich dazu noch eine Frage. Entschuldigung. Julia wollte sich wirklich entschuldigen, wenn es klang, aber wirklich relativ unhöflich. Entschuldigung. Entschuldigung? Nee, ich wollte sagen, dass ich mich wirklich sehr gefreut habe, dass es keine bösen oder schlechten Kommentare bei Instagram gab. Es gab sehr viele lachende Smileys. Ja. Heißt das so? Emojis. Emojis. Ich sage immer noch Smileys, aber das sind doch... Das ist völlig okay. Ja? Aber es sind schon Emojis eigentlich. Das ist wirklich scheißegal, okay, was man sagt. Oh, Cedric, das macht mich ein bisschen an, wirklich. Das bringt mich völlig aus dem Konzept hier. Also wir haben dann ja festgestellt, ich übergehe das. Das habe ich heute Morgen auch gesagt. Ich finde, eine Sache, die ich an Julia sehr schätze, ist, dass sie halt einfach so komplett Sachen wegignoriert. Das ist so fantastisch, wirklich. Ja. Also, ja. Gut. Also, mach. Ne? Und sonst? Nein, zu den Freibad-Pommes nochmal, weil wir uns ja dann mehr oder weniger eingebildet haben, dass es ja dann im Freibad auf jeden Fall besser schmeckt. Habe ich mal so überlegt, was gibt's noch, was nur in der bestimmten Kulisse gut schmeckt? Fällt euch da irgendwas ein? Da habe ich jetzt natürlich gerade, ich war ja im Urlaub in Österreich. Ja. Und ganz ehrlich, auf so einer Alm, so ein Jausenbrettel oder auch so eine frische Milch, ja, schmeckt da natürlich echt geisteskrank. Man erkennt dich wirklich nie wieder. Wirklich, auch wie du sprichst. Weil also wir sehen dich so, ja, aber ich glaube, wenn man dich jetzt nur hört. Ich muss auch gucken, wie ich damit klarkomme. Ja, aber Moment, ein Jausebrett ist aber immer gut. Das ist dann so eine Brotzeit mit Aufschnitten und Das ist immer gut, aber ganz so ehrlich, ey, das schmeckt nochmal
also 15 Mal besser, ja, wenn du da irgendwo hochgekraxelt bist und dann da draußen sitzt in der Sonne, so eine Alm und die Kuh macht dir Bimmel Bimmel mit der Glocke. Das ist dann schon. Die Kuh macht Bimmel Bimmel mit der Glocke. Glocke. Das könnte man Ike Hüftgold wirklich, du haust wirklich eins, also wenn wir vom Podcast so ein Instagram-Account hätten, du haust eine Zitatkachel nach der anderen raus. Ja. Bimmel Bimmel macht die Kuh. Oder auch diese ganzen Mallorca-Künstler, wenn denen mal die Ideen ausgehen, hören die einfach mal hier den Podcast, War für Wo. Ja. Und da gibt es doch eine Menge Inspiration. Welchen hatten wir heute, der noch bei unseren Kollegen bei Radio Bollerwagen lief? Walnüsse, Erdnüsse, Penisse. Genau. Von Spektakel. Ja. Ja, aber also da wäre ich sofort dabei. Das schmeckt doch. Bei Walnüsse, Penisse. Nein. Entschuldigung. Ja, Auszeit. Gut, aber witzig. Gut. Ich habe auf jeden Fall noch an Popcorn gedacht, weil habt ihr euch schon mal Popcorn selbst zu Hause in der Mikrowelle gemacht? Ja, echt? Nee, ich wollte gerade sagen, dass ich das also nicht so toll finde. Ich finde, das ist das perfekte Beispiel, was auch einfach nur im Kino gut schmeckt. Mhm. Ja. Nee, das finde ich nicht. Da bin ich anti. Aber ich weiß noch nicht, weil ich das letzte Mal Popcorn zu Hause gegessen habe. Popcorn süß oder salzig? Süß. Salzig. Mit ein bisschen so Karamell. Nein. Oh ja, das ist aber was anderes mit Karamell. Nein, aber nein, Popcorn salzig. Nein, süß. Du merkst, kommen wir nicht zusammen. Wir machen das so, ihr gehört jetzt ja mit hier zum Team, ne? Ihr müsst euch jetzt beteiligen, sonst setzen wir einfach alle zwei Wochen hier aus. Deswegen schreibt jetzt einfach eine Mail mit nur Betreff süß oder salzig an axel@ffn.de. So. Das ja, damit du dann wieder die Abstimmung beeinflussen kannst. Natürlich, ja klar. Also irgendwie so hier Putin-mäßig da irgendwie drin rumwurschtelst. Bei mir sind es Garnelen. Heißen die so? Diese Viecher, die man so schälen muss, die so relativ eklig aussehen. Ja, und in welchem Kontext schmecken die nur? Na, im Urlaub. Die schmecken nur irgendwie, wenn du so in Italien oder so bist. Die schmecken doch so auch. Nein, die schmecken eben nicht so. Ich habe die noch nie gegessen. Wirklich nicht? Mm-mm. Ich komme doch vom Dorf. Okay, du auch. Aber ich wollte gerade sagen, ich komme vom Dorf. Wow. Sarah kommt sogar aus dem Harz. Oh. Da gibt's da muss ich mir wieder Sachen anhören, was von meinem Freund im Harz. Lass Hedrick mal in Ruhe. Ja, liebe Grüße an Sebastian. Genau. Der hat Geburtstag, ey. Basti. Alles Gute nachträglich. Ja, schöne Grüße. Sehr fantastische Fotos bekommen. Nein, ich finde Garnelen so, also ja, zu Hause, also erstens finde ich, wenn man die sich selber kauft, sind die halt einfach bums teuer. wenn man nicht irgendwelche möchten, wo du weißt, danach müssen ganze Länder abgerissen werden, weil sie so umweltschädlich sind. Ja, das stimmt. Aber ich finde, gerade wenn du so draußen sitzt und irgendwie so ein geiles Glas Wein dazu hast und dann Leute, spielt draußen Fußball. Was ist denn hier eigentlich los? Das ist wirklich, es ist ein Irrenhaus hier. Ja. Warum? Was hat er? Sollen wir mal fragen? Einen Ball. Was passiert? Warum hat... Jetzt auch noch hochhalten. Ja, jetzt wenn ich jetzt gegen die Scheibe knallen, ne? Das ist ey, wirklich... Das ist jetzt schade, weil das sieht man jetzt. Das sehe ich jetzt. Aber hier, was ist da los? Warum machst du das? Das ist einfach unser Sendestudio nebenan. Und ja, da wird jetzt gerade... Ball gespielt. Warte. Wir haben kurz rüber gefunkt. Achso, nee, geht nicht. Ich höre leider nichts. Ja. Malte versucht mit uns zu sprechen. Ach so, du hörst es. Ja, ich höre es. Ach so. Ja, fantastisch. Das ist ein Geschenk von einer Mannschaft, die bei uns beim FFN-Vereinklein gewonnen hat. Cool. Irgendwie aus Holzminden. Mein Malte und Malte hat den Ball bekommen. Und Malte ist ja ein großer Fußballfan. Oh, fantastisch. Ja gut, ein Freitag, vielleicht hat er uns kurz rausgebracht. Ja, wirklich. Aber das fand ich auch ganz schön. Aber müsst ihr auch mal gucken bei Instagram, bei den Reels, weil wir hatten ja erst das wo man mein Hintern halt sehr viel sieht. Und wenn du dann hochscrollst, dann kommt ja mein Plädoyer auf 75 Jahre Grundgesetz. Das ist halt einfach so, innerhalb von zwei Reels so komplett unsere Range der Show halt einfach abgedeckt, ne? Eins davon ist für den Arsch, das andere nicht. Herzlichen Glückwunsch schon mal, liebes Grundgesetz. Sehr schön. 75 Jahre alt geworden. Das, jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir komplett den Faden verloren. Ja, also wir waren bei Freibad-Pommes und haben damit das Highlight abgearbeitet. Wir machen einfach mal weiter. Ja. Ja. Was passierte, während die Musik lief? Muss ich mal gucken. Na, guck mal, was da passiert. Ich hätte ein Gesprächsangebot. Gerne. Und zwar ist das hier ja gang und gäbe, bei uns in der Redaktion steht in der Küche, stehen eigentlich immer Süßigkeiten, weil immer irgendwer Geburtstag hat oder immer irgendwas gerade zu feiern ist. Steht was von dir. Ja, und es ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Süßigkeiten bei uns einfach auch weggefressen werden. Ja. Es ist wirklich beeindruckend. Nochmal ganz kurz, beste Süßigkeit, müssen wir nochmal kurz drüber diskutieren. Oh, was zählt denn jetzt alles als Süßigkeit?
Also für mich aber da müssen wir aufpassen, dass wir keine Werbung machen. Also wir müssen ganz viele Sachen dann nennen, damit es keine Schleichwerbung ist. Ja, aber haltet ihr, ist jetzt Süßigkeit für euch nur sowas Gummiartiges? Oder ist auch Schokolade für euch? Ist alles Süßigkeit. Für mich, ich habe immer unterteilt in Chips, Kekse, Schokolade und Süßigkeit. Und Süßigkeit ist halt nur so, ich nenne jetzt Haribo, Katjes, Lachgummi, was auch immer sie alle heißen. Aber warte, ganz kurz, dann drehen wir noch kurz die Schleife, weil du hattest, das hast du uns erzählt, auch beim Lichtschutzfaktor einen sehr, sehr süßen kleinen Denkfehler. Denn was hast du gedacht, wofür stehen so 20, 30 und 50? Ja, so für die Gradanzahl, für die Temperatur. Also wenn es draußen sehr warm ist, muss man halt die mit möglichst viel, also 30 Grad, 30. Das bei 20 Grad reicht die 20er. Das erklärt, warum so wenige sagen, Leute 50 auftragen. Ja, genau. Soweit habe ich nämlich nicht gedacht. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich das nicht erst gestern erfahren habe. Nein, sondern vor zwei Wochen hast du dann behauptet. Nein, das fand ich aber sehr witzig. So, beste Süßigkeit. Oh, ich mag, also ich bin bei Chips und so bin ich raus, außer jetzt diese Trend-Chips Fuego, die scharfen, die mag ich sehr gerne. Yeah. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch Funny Frisch und Pringles. Gibt tausend, alles ist geil, man kann alles gut finden. Jetzt sag doch aber mal, was du gut findest. Ja, ich bin halt wirklich so ein, also ich mag Süßigkeiten in der Definition von Julia Süßigkeiten. Also alles Gummiringe. Ja, das Problem ist, ich kann da nicht mehr aufhören. Deswegen hasse ich auch Kollegen, die halt einfach so mega viel in die Küche stellen, weil ich dann der Einzige, also jeder nimmt sich so drei Teile und dann, wie zum Beispiel hier dein Starmix, den habe ich heute Morgen kurz nach vier habe ich keine sechs vor der Uhr, genau. Ja, sowas, da kann ich mich halt einfach kaputt fressen. Ich glaube, wir mögen richtig viele gleiche Süßigkeiten gerne, wir beide. Ja? Ja. Hitchies magst du auch gerne? Ja. Heißt die noch Hitchies? Sie haben sich, glaube ich, umbenannt. Was ist das? Hitchies sind so diese... Also Hitchler heißt die Marke? Ja, ich glaube, die haben sich nämlich umbenannt. Genau, Hitchler hieß die mal und die haben sich jetzt umbenannt in Hitchies. Ach so. Das sind die auch diese Burger Stangen und so und diesen Kram gemacht haben. Ja, ja. Die sind gut. Okay. Ja, und alles von Kindern, muss man auch einfach leider so sagen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Patrick? Ich habe das hingestellt, was ich auch selber geil finde. Und zwar diese Riesen. Ja, die hat keiner ne? Finde ich richtig geil. Weil das heißt, bist du dann so Blompenzieher. Bisschen traurig, dass keiner das genommen hat? Oder froh, nee, weil du alles wieder mitnehmen kannst? Die kann ich einfach in meine Tasche schütten, so diesen ganzen Teller. Und dann dieser, wirklich, aber das Geile ist, dass du dir dadurch so eine leicht asozialere Attitude halt angeeignet hast. Ich finde das voll geil. So ein bisschen Mario Basler. Ey. Du bist zu Mario Basler geworden. Hey, voll geil, kann ich mir schön selber in die Tasche schütten, weißt du. Aber das ist ein genialer Schachzug. Das mache ich auch manchmal, dass ich dann hier fürs Frühstück am Freitag einfach Sachen kaufe, wo ich weiß, das mag keiner außer mir. Ja, klar. Oh, boah. Aber deine Veggie-Fleischwurst ist immer sehr beliebt. Die frisst du mir weg. Ja. Du. Die größten frisst du mir weg. Auch, du hattest ja auch weiße Duplo. Wir sagen jetzt einfach alles, ne? Ja, alles. Alles, was weiß ist. Also weiße Schokolade ist natürlich nochmal Next Level bei mir. Das habe ich letztens erzählt. Ich habe in Meppen ein fantastisches Eis weiße Schokolade gegessen. Das war im Anfangsgeschmack war es Vanille und hinten raus ist es dann in weiße Schokolade abgebogen. Geil. Abgebogen. Das ist gut. Kugeleis kostet inzwischen 1,60 Euro, ne? Kann sein. Wieso kann sein? Magst du kein Eis? Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr schon an einer Eisdiele ein Eis bestellt habe. Ja. Oh. Das weißt du doch nicht. Kannst du nicht einfach ja sagen? Also. Nein, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber ich habe es schon gemacht. Ja, dann weißt du ja, dass es 1,60 kostet. Ja gut, also das war's von meiner Seite. Ich möchte etwas, das wir heute kurz angeregt haben, das vielleicht auch in diesen Kontext passt. Und zwar haben wir über Hörspiele gesprochen und warum es keine Hörspiele, Hörspüle. Hörspüle. Das ist eine Hörspüle. Legt doch mal das Ohr an eure Spüle. Die Hörspiele. Werden wir ein bisschen albern gerade? Nee, es ist Freitag, ey. Ihr wolltet den Podcast, ihr habt euch beschwert, dass keine Folge kommt. Jetzt könnt ihr nicht beschweren, wenn wir albern sind. So, ihr seid selber schuld an den Miserien, der ihr jetzt steckt. So Hörspiele aus dem Alltag. Also ich höre jetzt auch gerade wieder drei Fragezeichen zum Einschlafen und das ist immer so super spannend. Da muss immer was passiert sein. Oder auch bei den kleineren. Warum gibt's nicht so zum Beispiel irgendwie, muss ja nicht die drei Fragezeichen sein, aber so für Erwachsenen, für Erwachsene Hörspiele, aber nicht hier Sexy Werner Hörspiele, sondern so zum Beispiel die drei Fragezeichen und die letzte Minute der Waschmaschine. Ja, ich habe gerade auch an die drei Fragezeichen und die Steuererklärung gedacht. Ja, sowas. Ja. Ja. Oder die drei Fragezeichen und die verstopfte Spüle. Ich bin richtig gut darin, verstopfte Abflüsse wieder freizukriegen. Aber das ist richtig eklig.
Nee, wieso? Eine eklige Aufgabe, oder? Nee, wenn da so, nee, nee. Also Abflüsse, wo auch so Haare und so drin sind? Ja, nee, nicht rausziehen, sondern schön hier mit dem Pümpel einmal durchpümpeln. Ach so. Fünf Freunde und die verlorenen Socken. TKKG. Ui, da sind wir wieder bei der Waschmaschine. Ja, TKKG und die rutschenden Socken. Uiuiui, also... Oh, die über die Hacke rutschen, ne? Ja. Schlimmste. Ja, ich glaube, diese Hörspiele wären alle scheiße. Ja, aber sprich die Zielgruppe an. Das ist ja, Cedric, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, sag ich ja immer. Mach das doch mal. Aber das ist dann, ja, zum Beispiel, vielleicht ist das eine Marktlücke. Bibi Blocksberg und die streifigen Fenster. Wisst ihr sowas? Also die Charaktere von früher sozusagen, die uns... Nee, das kann ja auch was Neues sein. Das kann ja auch Inspektor Horst Schalupke sein, der... Wie finde ich das eine komische Idee? Sprechen wir über die Kleiderauswahl bei Hochzeiten. Auch das war Thema hinter den Kulissen. Da haben wir gemerkt, dass es Frauen durchaus schwieriger haben als wir Männer. Weil wir Männer haben drei Anzüge und einen davon ziehen wir halt an. Also allerdings muss man auch mal dazu sagen, dass es für Männer immer gemein ist, weil sobald es warm wird, ist es im Anzug halt schon scheiße. Das stimmt. Ist das immer noch so, dass zuerst der Bräutigam ausziehen muss? Ja, klar. Sakko? Ja, aber ich glaube, das ist Marscherleichterung hieß das bei uns damals beim Schützenfest. Da durftest du erst dein Jackett ablegen, wenn der Schützenkönig das gemacht hat. Ja, das klingt aber so, als ob er auf Toilette geht. Klingt so, als ob er auf Toilette geht. Die Lache ist auch gut. Oh Gott. Ich glaube aber, das wird doch nicht mehr so... Also, ja, man kann ein bisschen drauf achten, aber... Ja, aber dann, ja, nein, inzwischen sagst du den Bräutigam, hier Bräutigam, zieh mal dein Jackett aus. Hier sind so 180 Grad in der Bude, kann auch kein Mensch ertragen. Aber wir starten gerade in die Hochzeitssaison und das für euch Frauen ist halt wieder große Diskussion hier. Ich habe auch noch zwei Hochzeiten vor der Brust. Ja. Und das ist halt immer so, es ist einerseits ein Problem, aber andererseits ja auch schön, dass einem das Brautpaar das jetzt nicht so klar vorgibt oftmals. Ja. Und dann haben wir ja wirklich die Wahl zwischen... Ballkleidern, die man richtig in so einem Abendmodegeschäft kauft, Brautmodengeschäft, was auch immer. Davon habe ich auch zwei, irgendwie von der Silberhochzeit, von meiner Mutter, und meinem Vater. Aber ist das nicht relativ einfach, weil wenn nicht explizit gesagt wird hier, es ist eine Hochzeit mit schickem Anlass, ich weiß gar nicht die Formulierung gerade nicht, dann fällt ja das Kleid eigentlich schon mal eher tendenziell weg. Ja, und das ist doch schade, weil die sind relativ teuer. Das hatte ich einmal an bisher und jetzt hängt das da und passt noch und könnte ich anziehen. Mhm. Aber wenn ich damit so overdressed bin, könnte ich ja dann vielleicht eher ein sommerliches Kleid anziehen. Dann ist die Frage, ob kurz oder lang. Aber du hast ja auch gesagt, dass du Lust hast auf ein sommerliches Kleid. Und dann habe ich ja gesagt, dann setz doch diesmal auf ein sommerliches Kleid, weil die festlichen, habe ich ja gesagt, die fressen kein Brot. So, die hängen im Schrank, die kosten ja nichts. Genau, aber das Neue kostet ja was dann. Ja, aber dann überleg mal, weil der Herbst kommt schneller, als du denkst. Also auch im Leben, junges Ding. Glaub einem alten Mann. Und der Herbst, oh Gott, wie unangenehm. Das ist mir selber peinlich. Egal, ihr habt meine Arschritze gesehen in dieser Woche. Deswegen ziehe ich da einfach knallhart durch. Aber es kommt ja auch wieder der Herbst, wo du dann wieder die Ballkleider rausholen könntest. Im Herbst? Zur Arbeit oder was? Nicht zur Arbeit. Im Herbst wird doch bestimmt auch geheiratet oder irgendwelche. Ja. Oder dann gibt es den Deutschen Radiopreis, wo du nominiert bist. Ja, aber da ziehe ich ja auch kein Bike. Das ist ja zum Beispiel das. Warum denn nicht? Ja, das ist ein bisschen zu viel dafür, glaube ich. Ja, dann müssen wir, pass auf, dann greifen wir das einfach im Herbst. Wie wärst du mit dem großen FFN-Ball? Wir machen hier einfach so Ballveranstaltungen. Ja, da können wir alle irgendwie ihre Abi-Ballkleider und so nochmal wieder rausholen. Das ist doch, als ob ich noch in mein Abi-Ballkleid passe. Das habe ich dann auch überlegt. Wie wäre das denn mal? Also ich habe dann überlegt, so wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, ob ich dann einfach sage, die Männer müssen im Kleid kommen und die Frauen im Anzug. Wird super. Bei meinen Eltern wird spannend. Ich finde, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, weil, also wenn es halt Vorgaben gibt, dann haben vielleicht aber Leute nicht das, was gerade vorgegeben wird, und die müssen sich dann etwas dafür kaufen. Also lieber frei und man kann es dann selber entscheiden. Freie das ist Traum. Ja auch immer alles gut. Das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Das stimmt ja auch wirklich. Das klingt jetzt so. Ja, und man sollte nicht scheiße aussehen. Du sahst sehr gut aus auf deiner Hochzeit. Also du hast sowieso wirklich extrem viel Stil, Cedric. Dankeschön. Ich hab wirklich einen Anzug, den ich mir mal vor langer Zeit, also ich habe zwei Anzüge, einen, den ich mir vor langer Zeit gekauft habe, in dem ich nicht mehr reinpasse, und dann einen, den ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft habe, der aber inzwischen so unten am Hosenbein angerissen ist. Oh. Den, weil nach einer Hochzeit wollte ich mal irgendwie und dann hängen geblieben und so. Ihr kennt die Geschichten. Und lustigerweise war ich damit mal bei einer Schneiderei und wollte gucken, ob die das irgendwie flicken können. Mhm. Und die Schneiderei hatte den Slogan, wir nähen alles außer Schussverletzung.
Was eine Lüge war, weil sie auch bei meiner Hose nicht helfen konnten. Ach so. Und deswegen ziehe ich die immer noch an, witzigerweise. Und sag, wenn halt jemand sagt, was hast du denn da? Dann sage ich, oh scheiße, muss grad oh nee, da bin ich gerade irgendwo hängen geblieben. Ja, gut. Ja, ne? Aber ich habe in meinem Schrank auch das Hemdenmuseum. Habe ich da hängen? Jedermann. Jedermann hat das Hemdenmuseum. Was ist denn das Hemdenmuseum? Weil du dir so denkst, ah, hier für die Hochzeit oder für die Veranstaltung oder sowas, ja, kannst ja noch mal ein Hemd holen, weil ein Hemd, das ist jetzt auch nicht so teuer wie ein ganzer Anzug oder sowas, aber noch mal so ein neues Hemd, das passt dann gut, das siehst du geil aus und sowas. Dann hast du die nächste Veranstaltung, dann denkst du, ah, das Hemd hast, das habe ich mir doch gekauft, das kann ich doch anziehen. Dann ziehst du das an und dann sind da so zwei Knöpfe, die sind mit deinem Bauch nicht vereinbar. Und dieses Hemd willst du ja aber nicht wegwerfen oder weggeben, weil du hast es ja eigentlich erst vor ein oder zwei Veranstaltungen gekauft. Ja. Vielleicht passt es ja irgendwann wieder. Hemden bekommt man dann auch gerne mal geschenkt von irgendwie Onkeln oder Vätern oder Bekannten, die sagen, hier, mir passt das nicht, nimm du das mal. Und das Problem ist, aber ich weiß nicht, Cedric, wie das bei dir ist, ich kann mir nie merken, welches Hemd jetzt welche Passform hatte. Das heißt, man nimmt dann alle 6 bis 7 Hemden raus und muss einmal durchprobieren, wo du denkst, okay, hier kann ich den Bauch mal ein bisschen Bauch sein lassen. Oder jetzt sieht es gerade ein bisschen besser aus. Das heißt, ich kann ein Hemd weiter rechts greifen. Es kommt ja dann auch wiederum auf die Temperatur an. Das weil kommt wenn, noch dazu. Beim Hemd sind doch alle gleich, nein, oder? Nein. Aber wenn's Herbst oder Winter ist, dann kannst du ja die ganze Zeit deinen Sakko einfach drüber lassen. Mhm. Kein Problem. Dann kann das auch ein bisschen mehr spannen. Alles fein. Aber wenn du jetzt natürlich so eine Sommerhochzeit hast, wo du das Sakko ja relativ schnell loswerden willst und dann da eigentlich dein Bauch mehr Freiheit hat als Axels Po bei dem... Hey. Mein Po gehört mir, Cedric Werner. Trotz deiner Sexy Stimme. Sexy Werner. Also es ist für euch auch ein Thema. Nicht ganz so, aber es ist schon auch... Aber die Hemdengeschichte ist wirklich... Okay. Vor allen Dingen bei mir ist aber das Problem, ich probiere halt das Hemd an und das machst du ja im Stehen und dann ziehst du ja auch den Bauch so ein bisschen ein, wenn du vorm Spiegel stehst so und dann merkst du aber, dass, wenn du schon ankommst an der Location und merkst so, ui, die Körperspannung lässt so ein bisschen nach und dann merkst du schon, ei, jetzt spannend's aber schon. Und dann setzt man sich und dann wird halt ordentlich zugelangt beim Buffet und dann denkt man sich, ui. Das wird ein interessanter Abend. Tja. Benjamin Blümchen, das zu enge Hemd. Siehst du, bitte. Bam, da ist es. Okay, nächste Rubrik. Oder habt ihr noch was? Nö, ich bin... Ich glaube... Gut. Was es nicht in die Sendung schaffte. Eine Briefmarke, die nach Baguette riecht. Ach. Gibt's in Frankreich. Wurde jetzt am 16. Mai präsentiert, kostet 1,96 Euro. Und wie klischee-mäßig möchtest du sein? Die Franzosen haben eine Baguette-Briefmarke und wenn du reibst, riecht nach Baguette. Aber überleg mal, du hast ein Baguette, das nach Briefmarke riecht. Aber wie lange riecht das denn wohl? Also der Brief ist ja vielleicht eine Zeit lang unterwegs. Aber das gab's doch früher. Es gab doch die Duftsticker. Nicht nur bei Diddl. Ach ja, die hier deine... Da hat auch was gerochen. Da hat auch was gerochen. Bei Diddl hat auch was gerochen. Bei den Blättern oder was, die du hattest? Ja, da gab's welche mit Geruch. Da gab's Geruchblätter? Ja, ist klar. Also, soll ich meinen Ordner nochmal mitbringen? Aber ja, gerne. Echt? Den bringst du immer mit, wenn ich nicht da bin. Wirklich. Meistens, wenn wir irgendwie 90er-Tag oder sowas haben. Ja, bin ich meistens nicht da. Schade. Dabei bin ich noch einer, der die 90er bewusst erlebt hat hier, ihr jungen Dinger. Es gab doch auch so Duftsticker. Also man hat doch dann immer, gab's einen Stoff gegen zwei Duft. Hat man dann getauscht. Ein Stoff gegen zwei Duft? Es gab so Stoffsticker auch. Die waren so ein bisschen flauschig. So ein bisschen flauschig. Und wenn du drüber gerieben hast, waren die flauschig. Und dann gab es halt die Duftsticker und dann musstest du immer so ein bisschen doller reiben und dann haben die halt gerochen. Ist das auch aus deiner Schneiderei, die alles... alles näht, außer Schusswunden. Nee, das war früher so. Und Glitzersticker gab es dann ja... Ne? Und dann hat man das in der Schule getauscht. Opa erzählt von früher. Ja, wirklich. Ihr jungen Dinger. Aber worauf wolltest du denn hinaus mit der... Gar nichts. Schade, dass ich mir irgendwas überlegt habe als Schritt 1. Ihr solltet doch inzwischen mich besser kennen. Nee, ich hab überlegt... Also was wäre denn ein geiler Geruch? Oder ja, genau. Also worüber würdet ihr euch freuen? Also wenn wir jetzt so eine Wafivo-Briefmarke rausgeben würden, wonach müsste die riechen? Ui. Pommes, Freibad-Pommes. Ja, heute nach Pommes, genau. Ja. Aber darf nicht fettig riechen. Wieso nicht? Ja, fettige Briefmarke ist, nee. Aber Fett ist doch einfach geil. Fett ist doch geil. Ja, das ist doch das, was so gut schmeckt. Was hast du noch gesagt zu dem Glas Milch? Ich weiß doch nicht mehr, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Geil, du schwer, was ist denn hier los?
Nee, irgendwie hast du so ein Wort. Aber das ist sowieso jedes Mal, wenn Julia irgendwie in der Morningshow ist, dann gibt es halt richtig viel zu essen. Wir haben ja heute dort auch noch hier Erdbeer-Joghurt-Bites probiert. Richtig voll geil. Ja, macht es gerne mal nach. Einfach Erdbeeren passieren, Joghurt dazu mischen, dann so auf so Form, rein in den Gefrierer, 2 Stunden rausnehmen, Schokolade drüber machen, nochmal in den Gefrierer und dann frisst Julia die weg, bevor wir im Radio drüber reden können. Das ist mir tatsächlich passiert. Dann wollten wir nochmal schmecken und dann war nichts mehr da. Ja. Aber wichtig, auch wirklich Gefrierer, nicht so wie unsere Kollegin Lara, die hat die vorne in den Kühlschrank gepackt. Und sich gewundert, dass dann noch eine Suppe rauskam. Ja, das hatten wir dann Freibad Pommes und gegrillt haben wir letzte Woche auch. Super. Also. Ich komme gern wieder. Schmackofatz. Nee, eine gute Quote von 9 Shows hast du 3 zum Essen genutzt. Ja. Sehr gut. Aber ich hätte. Ja. Ja, erzähl mal. Nee, so eine Dönerbriefmarke oder so. Aber ich hänge gedanklich gerade sehr bei Döner, weil ich heute Döner essen werde. Oh, du wirst heute Döner essen? Ja. Nach einer Lesung. Ich bin bei Rocco Schamoni. Freue ich mich drauf. Lädst du Carmen ein? Nee, Carmen ist im Urlaub. Schöne Grüße, ich lade meine Freundin ein. Das ist aber die eine der besten Freundinnen vom Mann von Carmen. Also da schließt sich der Kreis. Lustigerweise, perfekter Übergang, wo wir bei Carmen sind. Ja. Carmen hat uns ja die ganze Zeit genervt mit Physical 100. Ja. So eine Serie bei Netflix, so koreanische Los, Serie. Sag's! Ich hab's geguckt. Oh, und? Und es war gut. Danke! Ja. Ich weiß gar nicht, worüber er Also es ist eine koreanische Serie, ist ein bisschen ähnlich wie Squid Game. Es geht nur darum, so mega krass sportliche Leistungen. Also die hängen dann irgendwie 13 Stunden an irgendwelchen Hantelstangen rum und wer das am längsten schafft. Und dann rollen sie einen 300 Kilo Stein durch die Gegend und wirklich krasse Leute. Und das kann man so weggucken. Mhm. Und die suchen halt den perfekten Körper. Also die Männer und Frauen sehen wirklich so aus, wie Cedric heute klingt. Mhm. Also das ist wirklich schon, also auch optisch durchaus ein Genuss. So Bodybuilding. Bin ich optisch kein Genuss. Du bist doch optisch. Aber akustisch bist du halt heute ein Ferrari und optisch bist du. Na? Das kann jetzt nur noch. Also das kann nur nach hinten losgehen. Ja, bist du auch ein Ferrari? Ach. Ja. Der vielleicht schon ein paar Kilometer runter hat. So. Wow. Das Gute ist, wenn man das in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gehört hat, dann hat man es nicht verstanden. So, Cedric, was ist dein Gesprächsangebot zu diesem nicht, Thema? Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Das macht keiner. Das macht wirklich, du machst das. Ja, du bist komisch. Aber sonst machen das nicht viele. Ja. Vielleicht so, damit du das im Hinterkopf hast. Ihr jetzt wieder mit drin. Hört ihr den Podcast in eineinhalbfacher Geschwindigkeit, dann schreibt einfach eine Mail mit 1,5 an axel@ffn.de. Ja, das kann jetzt aber keiner gehört haben, weil es zu schnell durchgeht. Ja, und wenn nicht, dann müssen sie auch schreiben. Also alle, die nicht, müssen eigentlich mit 1 schreiben. Nee, weil das sind ja viel wir mehr. Wir wissen ja, wie viele hören und dann rechne ich das einfach prozentual aus. Du willst ja nur wieder die Statistik verfrischen. Cedric, du wolltest ja jetzt noch was sagen. Ja, was ich jetzt sagen wollte, das kann man so wunderbar nebenbei weggucken. Und es gibt ja so Sachen, die kann man einfach perfekt nebenbei weggucken und eigentlich sind das so richtige Guilty Pleasure Serien und Shows. Ja, ja. 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 Und ich wollte mal fragen, was das bei euch ist. Also zum Beispiel, warte. Habe ich ja schon ein paar Mal empfohlen, habt ihr euch immer noch nicht angeguckt. Blown Away. Gibt's bei Netflix. Was war das nochmal? Ein Glasbläser-Wettkampf. Oh Gott. Großartig. Naja, also diese ganzen Trash-Sachen eignen sich dafür perfekt. Was ich nochmal sagen möchte, Let's Dance nicht, weil das muss man schon aktiv gucken. Heute Abend kommt das Finale. Das große Finale. Wir alle wissen ja, Iggy Kelly ist der große Favorit. Gabriel Kelly. Das ist der Cousin von Iggy Kelly und der Neffe von Maite Kelly, die schon 2009 gewonnen hat. Elf. Habe ich alles gelernt. Aber ernsthaft, es gibt so tolle Sachen. Es gibt auch den großen Blumenkampf, wo Gärten gegeneinander antreten. Und was machen die da? Den Garten schick. Ja, nee, die machen so geile riesige Skulpturen und sowas. Ui. Also, ja. Wo findest du sowas? Also, das in welcher Bubble bist du da drin? Es ist wirklich. Ja, jetzt gib mir doch mal eine Antwort. Ja, du lässt uns ja nicht ausreden. Ich wollte Physical 100 eigentlich gucken zum Einschlafen und bin dann so hängen geblieben. Ich kann das ganz schlecht. Also wenn ich etwas gucke, will ich das auch gucken, weil sonst werde ich ganz schnell sauer, weil ich das entweder zu langweilig finde oder zu spannend. Bei mir ist es. Also mein richtiges Guilty Pleasure, wenn ich wirklich nur irgendwas gucken möchte, was nebenher läuft. Also was auch so richtig nerdy eigentlich ist. Also ich habe eine lange Zeit Nailed It geguckt. Das ist halt auch so ein Backwettbewerb, wo die Vorgaben haben und dann das nachbacken müssen. Und dann siehst du halt immer diese perfekte Vorgabe und das daneben und dann heißt es immer Nailed It. Und bei mir ist es alte Folgen von Gefragt, Gejagt.
Oh, ah, auch cool. Sehr gut. Sehr gut, ja. Das ist es. Ist jetzt nicht so spannend, wa? Merke ich gerade an eurer Reaktion. Aber das Reaktion. Ist eigentlich ganz cool. Also das ist zu schade zum so nebenbei gucken. Das finde ich wirklich ganz cool. Ja, aber das ist ja mal der gleiche Aufbau. Also da verpasst ja nichts, wenn du, das baut ja nicht aufeinander auf. Also das ist, wenn du zwei Folgen verschläfst, ist die vierte Folge immer noch so wie die erste. Das finde ich so schön. Shopping Queen geht halt auch nebenbei gut. Ja, ja, aber ist das so richtig nerdy? Eigentlich nicht, nee. Ne? Nee. Ist nicht richtig nerdy. Nee. Ja. Es gibt auch noch die wunderbare Sendung. Du bist halt einfach der einzige Nerd hier. Is It Cake? Wo Leute, oh, ja. Wo Leute kenn ich. Kuchen halt backen, der genauso aussieht wie echte Gegenstände. Ja. Dann müssen die Kandidaten raten, ist das Kuchen oder ist es echt? Ja. Das ist cool. Und dann wird da so entweder reingebissen oder wird draufgeschlagen oder so und dann findet man heraus, is it cake? Cool. Is it cake? Ja, hast du noch irgendwas, was in den Kulissen passiert ist? Ja, ich merke schon, das Thema hat nicht so gezündet. Nee, doch, war toll. Ja, also danke. Das ist Nein, ich habe sowas nicht, wirklich. Also ich wünschte, ich hätte sowas. Ich finde das ja auch voll faszinierend, dass Leute zum Beispiel irgendwie sich Friends zum 100. Mal anmachen können und das läuft so nebenher. Also so Leute, die so nebenher Serien gucken. Das finde ich bewundernswert, weil ich das einfach nicht kenne oder kann. Also ich kenne das, aber ich kann das nicht. Ich gucke jetzt gerade Seinfeld. Das ist ja halt auch so eine Sitcom, die eigentlich so durchlaufen könnte. Aber ich kann nicht dann halt einfach sagen, okay, ich habe 10 Minuten verpennt. Ich gucke dann weiter. Ich spule dann 10 Minuten zurück. Aber die sind ja eigentlich so gemacht, dass man das ja versteht, oder? So, ich denke jetzt auch gerade irgendwie an, gut, ich denke jetzt an Soaps, also so GZSZ und so ein Kram. Ja. Weil da erfährst du ja, wenn du mal ein halbes Jahr ausgesetzt hast, ist kein Problem, nach 20 Minuten weißt du sofort wieder was. Klug machen, ne? Ja, die erwähnen dann immer wieder. Ja, und du bist ja die mit dem vorher das und so. Das hat Joe Gerner, wie heißt der denn echt nochmal? Wolfgang Barrow hat das mal erzählt. Das sind ja die sogenannten Mallorca-Sätze. Sonst wüsste er doch auch selber gar nicht mehr, was für eine Handlung gerade. Wer jetzt nochmal seine Kinder sind und seine Frauen. Der sowieso nicht mehr, der ist ja so lange mit dabei. Aber Mallorca-Sätze gibt's glaube ich auch im Radio. Das sind halt Sätze, die heißen Mallorca-Sätze, dass du nochmal kurz erklärst, was passiert ist für alle, die im Mallorca-Urlaub waren. Ah. Also für alle, die irgendwie eine Woche verpasst haben. Mhm. Und deswegen machen die halt manchmal bei GZSZ auch diesen Schlenker mit wo ist denn eigentlich Silke, die Tochter, die ich mit drei Jahren an einen afrikanischen Drogenhändler verkauft habe und die danach mich ausgeraubt hat. Obwohl das ist ja halt eigentlich gar nicht braucht, weil der Gegenüber ja auch weiß. Ne? Aber hinterfragt man auch beim Gucken nicht. Nee. Sehr schön im Kommentar jetzt, wo Leverkusen verloren hat, das Europa League-Finale. Jetzt ist GZSZ wieder die längste Serie. Oh. Versteht ihr? Ja. Gut. Na doch. Was ist euer Fazit der Folge? Finde ich ganz schön chaotisch. Und Julia, ich wünsche dir einen fantastischen Urlaub. Danke. Danke, wirklich. Danke. Wünsche ich dir auch. Ja, ganz viel Spaß auf dem Geburtstag, auf der Weinprobe und auf das, was man wirklich, man verbringt sehr viel Zeit hier miteinander, wenn man zusammenarbeitet. Cedric, schön, dass du wieder da bist. War mir auch eine Ehre. Irgendwie ist das eine ganz komische Folge, oder? Es ist wirklich eine ganz komische Folge. Wir müssen ja auch erst wieder reinkommen. Also ich vor allem. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir machen den Sack dicht. Also, den Sack dicht. Sagt man das nicht so? Den Sack zu. Ja. Also wir machen den Sack zu. So, ich muss nochmal hier die Technik umstellen. Also, aber es gibt doch irgendwas mit dicht. Abonniert uns, also läutet mal die Glocke hier, lasst Bewertung da und denkt dran, schreibt überall rein, wie fantastisch ihr die Folge 67 fandet. Und könnt ihr euch auch ausdenken, worüber wir gesprochen haben und warum die wohl gelöscht wurde. Da freuen wir uns sehr drüber. Nächste Woche ist Karin dann wieder mit dabei und dann würde ich sagen, mache ich jetzt die Verabschiedung, oder? Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Warte, ich muss einmal kurz gucken, dass alles richtig eingestellt ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das funktioniert. Liebe Grüße an euch alle. Meine Stimme ist noch nicht so ganz geübt, weil ich tatsächlich noch geschlafen habe, weil ich ja noch Urlaub habe. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal den letzten Teil dieses Podcasts übernehmen darf. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle so schön die Stellung gehalten habt. Liebe Grüße an euch, an dich Julia, an dich Cedric und vor allem an dich Axel. Ich freue mich schon wieder sehr auf euch. Und da ich ein paar Tage in Holland war, gibt es die beste Verabschiedung der Welt heute auf Holländisch mit Google Translator. Also bitte nicht böse sein, falls es falsch ist. Und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Na? Dag iedereen. Vandaag is mijn afscheid. Erst rechts, dann links, allebei zweien, zweien. Ich hoffe, das war richtig. Ganz bestimmt. Ja, danke Carmen. Carmen. Was für eine Woche. Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr von Carmen und Axel jeden Morgen live in Guten Morgen Niedersachsen von 5 bis 10 bei FFN.